Zahllose Menschen werden die neue Weltordnung hassen und sterben, während sie dagegen protestieren. In der nahen Zukunft wird die Erde von einer mächtigen Weltregierung beherrscht. Einstmals freie Nationen werden Sklaven des Willens einer kleinen Elite sein. Der Aufgang eines neuen dunklen Zeitalters steht der Menschheit bevor. Länder gehören der Vergangenheit an. Jede Form der Unabhängigkeit wird verfolgt. Wobei die Familie, sogar die Individualität selbst, der Auslöschung nahe ist. Keinerlei menschliche Aktivitäten sind privat. Intelligente Supercomputer verzeichnen und kategorisieren jede Aktivität. Ein Gefängnisplanet dominiert von einer ruchlosen Bande von Control Freaks, dessen Macht niemals herausgefordert werden kann. Das ist die Vision der globalen Elite, ihr Ziel. Ein Programm der totalen Entmenschlichung, bei der die Wissenschaft der Tyrannei gesetzt ist. Ein weltweites Kontrollnetz, geschaffen, um das Machtmonopol der Überherren auf Ewigkeiten zu sichern. Unsere Spezies wird zu dieser albtraumartigen Zukunft verdammt sein. Es ist eine große Idee, eine neue Weltordnung. Präsident Bush sagte, dass die neue Weltordnung richtig sei und dass es das sei, worauf sie hinarbeitet. Die UN ist ein Teil dieser Regierung. Antike Wurzeln der Globalisierung. Eroberung und Imperien sind so alt wie die Zivilisation selbst. Babylon, Ägypten und Griechenland. Sie alle errichteten Imperien, um die Welt zu beherrschen.